That's not even a comment, did he? Wer ist das? Und was ist der DDRF? Und warum hat er ein blaues T-Shirt an? Fragen über Fragen, die ich hoffentlich alle zur Zufriedenheit beantworten kann. Zunächst mal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Michael Sprenger und ich bin der gewählte aktiven Vertreter des DDRF. Für die, die nicht genau wissen, was der DDRF ist, das ist der Deutsche Dachverband Historischer Fechter. Ein Verband, der sozusagen, wie der Name schon sagt, alle Fechtgruppen innerhalb Deutschlands, die sich diesem Verband anschließen, untereinander verbindet und vernetzt. Und die Vorteile davon möchte ich auch im Rahmen dieses Videoblogs hier nochmal ein bisschen aufzeichnen. Okay, zu mir, aktiven Vertreter, was ist das? Im Sportfechten, also Säbel, Degen, Florett, hat man sogenannte Aktive. Das ist im Alter von, glaube, 20 bis 30, die aktiv an Turnieren teilnehmen, also aktiv fechten. Und die haben einen aktiven Vertreter, der sie sozusagen deren Bedürfnisse durchsetzt, wenn man so will. Das ist natürlich beim historischen Fechten dann schon wieder so eine Geschichte. Wenn wir jetzt nur die Turnierfechter vertreten, ich weiß nicht, ob wir überhaupt 50% der gesamten historischen Fechterszene da mit abdecken können. Deshalb haben wir uns gesagt, soll der aktive Vertreter die ganze Szene deutscher historischer Fechter abdecken. Das heißt, von denen, die vielleicht gar nicht aktiv fechten, sondern uralte Bücher lesen und übersetzen, auf deren Basis dann Leute trainieren können oder sich ein Training erarbeiten können. Oder überhaupt erstmal dieses ein bestimmtes System, eine bestimmte Kampfweise erarbeiten können. Von denen bis hin zu der anderen Seite Turnierfechter, die sagen, ja, mit den Büchern kann ich nicht so viel anfangen, aber es ist total cool, so ein Schwert in der Hand zu haben und damit zu fechten. Und mir reicht das, wenn mir das jemand beibringt und ich dann einfach fechten kann. Und ich möchte gerne international fechten und ich... Das ist auch ungefähr das gesamte Spektrum, was es unter den historischen Fechtern gibt. Von denen, die im Prinzip fast gar nicht fechten, über die, die sagen, ja, das möchte alles so ein bisschen mehr Kampfkunst als Kampfsport sein, hin zu denen, die dann die Kampfkunst auch in ein Training für andere bringen, wo es dann schon ein gewisser sportlicher Aspekt ist. Dann die, die auch diesen sportlichen Aspekt etwas forcieren, die sagen, es muss eben auch ein bisschen Kraft, ein bisschen Ausdauer und so weiter und so fort dabei sein. Und dann, wie gesagt, den anderen Rand, die, die das wirklich nahe Leistungssportlevel sozusagen betreiben wollen. Und meine Aufgabe ist es, all diese Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, an den DDRF, also an den Verband, irgendwie umzusetzen. Das heißt, wenn er sagt, wir wollen, also jetzt die Turnierfechter sagen, wir wollen ein Ligasystem, wir wollen Rankings, wir wollen, dass ihr uns finanziell unterstützt, wenn wir zu internationalen Turnieren fahren und so weiter und so fort. Diese Bedürfnisse irgendwie an den DDRF herantragen und meine Aufgabe ist es, das im Rahmen der Möglichkeiten durchzusetzen oder mich dafür einzusetzen und auch Feedback zu geben bzw. nachzufragen, ist es okay, wenn wir das so und so machen oder was haltet ihr da und davon? Auf der anderen Seite auch die, die sagen, naja, es sollte mehr für Quellenkunde und es sollte nicht nur der Sport gefördert werden, sondern eben auch die, die sich hinsetzen und Bücher übersetzen.
denn die sind mindestens genauso wichtig. Eigentlich noch wichtiger, denn die schaffen die Grundlagen dafür, dass wir dieses, ich nenne es jetzt mal Kampfsport, diesen Kampfsport betreiben können. Oder dieses, dass wir historisches Fechten, sagen wir so, dass wir historisches Fechten betreiben können. Und auch wenn die sagen, der DDHF könnte sich mal dafür einsetzen, dass das und das Buch, was es noch nicht als Digitalisat gibt, zum Beispiel mal digitalisiert wird, das kostet ja auch immer ein bisschen Geld, dann seid ihr bei mir genau richtig. Wie könnt ihr mich erreichen? Ihr könnt eine E-Mail schreiben an aktiv@ddhf.de oder an aktiv.ddhf@gmail.com. Das kommt beides bei mir an. Aktiv@ddhf ist wahrscheinlich ein bisschen leichter zu merken. Und da schreibt ihr einfach rein, was ihr wollt, was ihr nicht wollt, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, je nachdem. Warum habe ich so einen blauen Pullover heute an? Ich habe mir gedacht, ich will diese Plattform nutzen, um auch die Vereine innerhalb Deutschlands ein bisschen bekannt zu machen, was sie tun, was sie nicht tun, wie sie ausgerichtet sind, turniermäßig, nicht turniermäßig, welche Waffendisziplin. Und das Einfachste ist natürlich, mit meinem Verein anzufangen. Deshalb habe ich den heute mal genommen. Ich komme von Schwertspiel. Genau genommen Schwertspiel, Dresden Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. Wie der Name schon sagt, sind wir in Dresden. Wir waren bis vor einiger Zeit der östlichste HEMA-Verein Deutschlands. Seitdem die Cottbusser dazugekommen sind, sind wir das nicht mehr. Jetzt sind wir der zweitöstlichste Verein sozusagen. Uns gibt es seit 2003. Bei uns wird überwiegend Langschwert gemacht, aber auch Stoßdegen, Rapier, also Stoßfechten im Allgemeinen, Rapier und Dolch, Ringen, demnächst auch Ringen mit Dolch und langes Messer und Schwert und Buckler. Das sind so, wenn ich jetzt hoffentlich nichts vergessen habe, die Disziplinen, die bei uns so grob abgedeckt werden. Wir trainieren dreimal die Woche, zweimal Langschwert, einmal alles andere. Und ich glaube, viel mehr Sinnvolles gibt es dazu nicht zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, lieber Michael, stell doch mal unseren Verein vor. Ihr könnt mir auch irgendwie ein T-Shirt schicken oder so, dann ziehe ich das an. Mache sozusagen dann ein bisschen Werbung, weil es sehr viele, also ich stelle es immer wieder fest, zum Beispiel auf Trainertagen oder generell Veranstaltungen in Deutschland, dass mir Leute sagen, von welchem Verein sie kommen. Und ach so, da gibt es historisches Fechten. Cool, was macht denn ihr? Und so weiter und so fort. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da an mich herantretet und sagt, hier, wir sind der und der Verein. Kommen da und daher, machen das und das. Stell uns doch mal vor. Vor ein paar Monaten, muss man jetzt schon sagen, war meine erste Amtshandlung, eine Umfrage zu machen. Ich habe mir das irgendwie nicht einfacher vorgestellt, aber was dann so an es war sehr, sagen wir so, die Ergebnisse waren sehr oder sind sehr interessant. Und ich möchte sie auch hier im Rahmen dieses Blogs vorstellen. Zunächst mal zum Hintergrund der Umfrage. Ich habe zu Turnierbestrebungen deutscher Fechter und zu HEMA-Rankings gefragt. Warum? Weil wir DDHF intern uns darüber unterhalten haben. Das war die Frage, viele der Fechter, die zum DDHF gehören oder generell historische Fechter, interessieren sich überhaupt für Turniere. Wie viele fahren innerhalb Deutschlands durch die Gegend, um zu Turnieren zu fahren? Wie viele fahren vielleicht europaweit oder weltweit zu Turnieren? Weil wir darüber keinen wirklichen Überblick hatten. Deshalb war auch die Fragestellung erstmal ein bisschen rudimentär. Was in den Kommentaren ein bisschen rausgekommen ist, dass ihr euch da durchaus manchmal etwas mehr gewünscht hättet. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir Spektrum von bis abdecken.
Und genauso kam in den Kommentaren vor, warum fragt ihr zu Turnieren und nicht erstmal, das ist ein völlig falscher Ansatz, wir müssen erstmal hier irgendwie uns grundsätzlich verorten, was will der DDHF und so weiter und so fort. Ist jetzt nun mal Turnierwesen geworden, als Fragestellung. HEMA Rankings war auch aufgrund interner, man könnte sagen, Diskussionen, die wir hatten. Einige finden HEMA Rankings gut, die anderen, manche finden sie ganz schlimm. Ich persönlich bin dem relativ neutral gegenüber eingestellt. Ich finde es gar nicht so eine schlechte Sache. Aber es gibt natürlich einige Kritikpunkte, die man durchaus nachvollziehen kann. Und vor allem, was uns natürlich als DDHF interessiert, ist dieses HEMA-Rankings, da werden persönliche Informationen hingeschickt. Und das deutsche Datenschutzrecht ist da immer so ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen. Deshalb hat uns natürlich primär interessiert, ist das für euch überhaupt grundsätzlich vorstellbar, eure Informationen irgendwie preiszugeben? Wollt ihr das überhaupt nicht? Wollt ihr das auf jeden Fall? Es ist ja auch so, dass zum Beispiel an Turnieren wie das wie dem Swordfish in Schweden im November teilnehmen zu dürfen oder bessere Chancen haben, teilzunehmen zu können, zu tun, muss man bei HEMA Rankings gelistet sein. Ohne das ist es ziemlich tricky, da reinzukommen. Das heißt, einige, die sagen, ich will zum Swordfish, bitte macht Turniere in Deutschland und ladet die Ergebnisse bei HEMA Rankings hoch. Auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die sagen, um Gottes Willen, meine persönlichen Daten, und was haben die plötzlich auf dieser Internetplattform zu suchen? Und um uns da irgendwie überhaupt erstmal auch ein Bild zu machen, weil wir es einfach nicht wussten, bis jetzt, wie er dazu steht, haben wir dieses Thema gewählt. Nichtsdestotrotz möchte ich dazu anregen, dass ihr mir auch Themenvorschläge schickt, was euch zum Beispiel in euren Vereinen oder vereinsübergreifend, wenn ihr auf Veranstaltungen wart, was war das Thema, was wurde irgendwie kontrovers diskutiert, dass ihr sagt, irgendwie könnte man das mal so ein bisschen deutschlandweit aufrollen von Seiten des DDHF. Dann schickt mir eine E-Mail, aktiv@ddhf.de, und ich kümmere mich drum. Kann nicht versprechen, dass ich mich um jedes einzelne Thema in der Bandbreite kümmern kann, aber ich versuche mein Möglichstes zu geben, mich unter Anleitung sehr zu bemühen. Okay. Interessanter Punkt war die Fragestellung. Da habe ich bei Facebook und auch in den Kommentaren zur Umfrage direkt des Öfteren gelesen, das sind ja Suggestivfragen und es sei eine vorgefertigte Meinung und man will die ja nun bestätigt haben und so weiter und so fort. Zum Thema Suggestivfragen, ich glaube in der gesamten Umfrage, eigentlich widerspricht das dem ein bisschen Umfrage, denn ich habe keine einzige Frage gestellt, habe ich auch in diesem Eingangstext geschrieben, das sind alles Thesen und wir möchten euren Standpunkt zu diesen Thesen wissen. Gehe ich da mit? Bin ich dagegen? Ist mir das egal. These heißt immer streitbare Behauptung, deshalb habe ich sie auch möglichst streitbar durchaus definiert, denn es ist vielleicht nicht ganz schlecht, genau diesen Punkt da sind, oder ich empfand es als nicht so schlecht, genau diesen Punkt etwas herauszukitzeln, dass man sagt, weil dieses Thema Turnierwesen halt auch sehr, sehr emotional ist und im Endeffekt wollte ich genau das bewirken, dass man wirklich so ein bisschen nicht unbedingt so nüchtern, sondern wirklich mal, was beschäftigt euch? Wie sieht es in euch aus, wenn ihr an Turniere denkt und so weiter und so fort? Aber es hat auch, also die Kommentare zeigen, es hat ganz gut geklappt. Das zum Thema Suggestivfragen. Ja, suggestiv insofern, es waren einfach Behauptungen, es waren vorgefertigte Aussagen, denen ihr euch anschließen, sie ablehnen meistens, oder wo ihr sagen konntet, das ist mir egal. Dann gab es noch ein bisschen, da habe ich einen Kommentar bekommen,
dass die Abstufung zu krass ist, also ja, nein, egal, sondern dann irgendwie so ein bisschen, was so die Zwischennuancen gerne gehabt hätte. Die haben mich persönlich jetzt nicht interessiert. Also, wenn ihr irgendwie Zwischennuancen habt, dann ist es eben mittig, ne? Man ist eben dann irgendwo neutral oder es schwappt eben in eine Richtung über. Und ich wollte es möglichst gut abgegrenzt haben. Die Ergebnisse sind auch meiner Meinung nach nicht unbedingt davon stark irgendwie beeinflusst. Oder habe nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie nötig gewesen wäre, sagen wir so. Okay, kommen wir zu den Fragen, also zu den Ergebnissen. Wir haben ein bisschen Allgemeines gefragt, männlich, weiblich. An dieser Stelle ein Aufruf an die weiblichen Fechter, also Fechterinnen. Es haben nur knapp 8% Frauen teilgenommen und laut Infografik auf der DDHF-Webseite sollten es aber knapp 20% sein. Das heißt, ihr seid hier ein bisschen unterrepräsentiert. Allgemeine Fragen auch zur Mitgliedschaft im DDHF. Ungefähr ein bisschen mehr als 2/3 der Teilnehmer waren Mitglied im DDHF. Und überwiegend, sieht fast aus wie bei uns im Verein, überwiegend wird von euch langes Schwert gefochten. Danach kommen, das habe ich mal zu Einhandwaffen zusammengefasst, also langes Messer, Schwert, Dussack, Säbel und so eine Geschichten. Dann kommen Schwert und Buckler, Ring bzw. Ring mit Dolch, Rapier und Dolch und am Ende sozusagen so große zweihändige Waffen wie Montante oder Stangenwaffen oder was auch immer man dann irgendwie durch die Gegend schwingt. Dann wurde es interessant, die Frage, ich habe bereits an die These oder die Aussage, ich habe bereits an einem HEMA-Turnier in Deutschland als Fechter teilgenommen. Da sieht man sehr schön, wie die Szene aufgespalten ist, aufgegliedert ist. 50% ungefähr sagen ja, ich habe teilgenommen, 50% ungefähr sagen nein, habe ich noch nicht teilgenommen. Größter Grund, nicht teilzunehmen, war kein Interesse, keine Zeit. Das ist natürlich auch sehr interessant für uns zu wissen. Ein bisschen ist es aus den Kommentaren rausgekommen, aber warum kein Interesse, ne? Was fehlt da? Womit kann man euer Interesse wecken? Was interessiert euch an einem Turnier? Was würdet ihr sagen, wenn ihr euch generell für Turniere irgendwie interessiert natürlich? Das ist auch immer so eine Geschichte. Ne? Kein Interesse kann auch heißen, Turniere sind mir völlig egal. Ich interessiere mich für Bücher. Aber wenn ihr euch grundsätzlich für Turniere interessiert oder euch vorstellen könnt, irgendwie euch zu messen, was muss man bringen dafür? Das könnt ihr mir auch gerne alles per E-Mail schreiben. Aktiv@ddhf ist die Anlaufstelle, die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Dann, ich werde im nächsten Jahr an einem HEMA-Turnier in Deutschland als Fechter teilnehmen. Da hat die knappe Hälfte gesagt, ja. Dann bisschen mehr als 1/3 hat gesagt, ja, vielleicht. Und so 20% werden das definitiv nicht tun. Das heißt, der Großteil der Umfrageteilnehmer wird entweder definitiv teilnehmen, hat es vor, oder ist durchaus interessiert daran. Das heißt, Turniere, so wie ich es jetzt die Ergebnisse interpretiere, sind jetzt nichts grundsätzlich Verteufeltes innerhalb Deutschlands. Dann die gleiche Fragestellung nochmal zu internationalen Turnieren. Da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist über 2/3 haben noch nicht an einem internationalen Turnier teilgenommen. Und auch hier sind die Gründe ein kleines bisschen verschoben, denn da war so der Hauptgrund, dass man keine Zeit hat.
kaum nachvollziehbar. Das nächste internationale Turnier, ich glaube, das ist in Prag. Also von Dresden aus, das ist in Prag. Und nach etwas westlicher geht, ist es dann wahrscheinlich eher der Dutch Lions Cup oder Turniere in Belgien. Oder eben dann die bekannten großen Turniere, wie zum Beispiel das Swordfish in Göteborg in Schweden. Ich fahre da selber schon mal und kann aus Erfahrung sagen, da braucht man wirklich, man braucht ein paar Stunden, um hinzukommen. Man kann irgendwie natürlich mit dem Flieger nehmen, aber dann kann man nicht so viel mitnehmen. Und dann fährt man mit dem Auto und dann braucht man da 15 Stunden bis dahin und muss dann übernachten und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, die natürlich Zeit kosten. Man will ja auch pünktlich da sein. Das heißt, man muss dann Urlaub einplanen und so weiter und so fort. Und das ist auch, also geschenkt ist nett, ne, dahin zu fahren. Dementsprechend sieht es auch aus, wenn ich danach, wenn man sagen, die euer Standpunkt zu der Aussage, ich werde im nächsten Jahr an einem HEMA-Turnier im Ausland als Fechter teilnehmen. Da ist es dann der überwiegende Teil, der sagt, nein, definitiv nicht. Und knappe Hälfte, die 40%, sagen, ja, vielleicht, mal gucken. Und nur 14% sagen, ja, definitiv. Das heißt, hier ist es schon der überwiegende Teil, der sagt, Ausland ist so, nee, erstmal noch nicht. Und das ist natürlich für den DDRF eine ganz wichtige Information, dass eben dass wir uns erstmal auf lokale Turniere konzentrieren, hier eine Turnierszene aufbauen, die interessant ist für deutsche Fechter, und der nächste Schritt dann sozusagen die Auslandsturniere sind. Meine Fechtgruppe fördert Turnierbestrebungen. Da ist es so, überwiegend ist es bei euch der Fall. Also der Großteil fördert die sehr stark, bzw. ausreichend. Nur ein kleiner Teil fördert es gar nicht. Also ein kleiner Teil sind so 15%. Meine Fechtgruppe soll Turnierbestrebungen stärker fördern. Da ist es auch der größte Teil, der sagt, die Förderung ist ausreichend. Und so zu gleichen Teilen um die 15% sagen einerseits, nee, das reicht mir nicht, ich möchte mehr Förderung in meinem Verein. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das kann ruhig weniger sein. Ne? Das wieder zu dem Thema von bis. Es gibt auch Leute, die sagen, das bringt mir nichts, diese Turnierförderung, das könnt ihr lieber was anderes machen. Der DDHF soll Turnierbestrebungen stärker fördern. Da ist dann wiederum der Großteil, die Hälfte, sagen wir mal so, ist so, die sagen, nee, es ist ausreichend, aber es gibt auch knapp ein Drittel, die sagen, lieber DDHF, bitte Turnierbestrebungen stärker fördern. Gibt auch wieder die 15%, die sagen, nee, auch der DDHF sollte es nicht stärker fördern. Aber hier ist der Großteil, der sagt, ja, ihr macht das gut, beziehungsweise ihr könnt sogar noch ein bisschen mehr auf Turniere gehen. Dann natürlich die Frage, was hättet ihr dann gern? Ja? Also wie soll der DDHF Turniere fördern, was soll er besser machen? Und ich habe die ganzen Ergebnisse die Verbesserungsvorschläge aus den Kommentaren mal so ein bisschen zusammengefasst zu Eventunterstützung, Werbung, Präsenz, Vernetzung. Das ist so der Hauptpunkt. Das wünschen sich die meisten vom DDHF. Networking. Ein einheitliches Regelwerk für nationale Turniere. Da werde ich gleich nochmal etwas detaillierter drauf eingehen. Genauso wie auf den dritten Punkt Schiedsrichterausbildung. Beziehungsweise Regeln, die schönes Fechten fördern. Keine Doppeltreffer, historischer Bezug, Vereinfachung des Rahmenregelwerks und Ligen bzw. Rangfolgen. Das ist dann so der letzte kleine Punkt. Ja, hier ganz
quasi von Platz 2 bis 3, 4, 5, haben mit den Regeln zu tun. Und auch hier gibt es ganz wunderbare Meinungsverschiedenheiten dazu. Von es sollte am besten nur K.O.-Systeme geben und sobald einer irgendwie am Kopf getroffen wurde, dann fliegt er aus. Bis hin zu Regelsystemen, die dann eher dem Sportfechten ähnlich sind und auch sehr stark durchreguliert sind. Und was machen wir jetzt? Ja, gute Frage. Mit dem Rahmenregelwerk versucht der DDHF erstmal eine Basis zu schaffen, dass wir sagen, okay, irgendwie, wenn wir Turniere ausrichten innerhalb von Deutschlands und wir sagen, die sind nach einem DDHF-Standard bzw. sind DDHF-Turniere, dann muss es dafür gewisse Regeln geben, damit sie vergleichbar sind. Denn ja, das war der Wunsch, einheitliches Regelwerk zum Beispiel eben für nationale Turniere. Das versuchen wir damit umzusetzen. Aus den Kommentaren kam raus, dass das aktuelle Rahmenregelwerk teilweise nicht zu euren Vorstellungen entspricht. Gerade in puncto Überregulierung der Waffen. Also wie lang, wie schwer darf eine Waffe sein? Wie darf sie sich durchbiegen? Und auch in puncto Treffer. Also was ist ein Treffer? Da ist es einfach so, ja, geht nicht anders. Wenn wir sagen, wir haben den DDHF-Standard und wir richten danach Turniere aus, dann muss es da Regeln geben. Und dann heißt es entweder, gehst du mit, ist das für dich okay, du hast eine Waffe, die dem entspricht, beziehungsweise du bist so sehr an Turnieren interessiert und auch an diesen nach DDHF-Standard, dass du sagst, ja, dann kaufe ich mir eben so eine Waffe, die den Anforderungen entspricht. Und jetzt ganz im Ernst, also das Rahmenregelwerk, ich habe es nochmal durchgelesen, das lässt wirklich eine ganze Menge zu. Und alles, was da rausfällt, das ist besonders nach oben hin, dagegen möchte ich auch nicht unbedingt turniermäßig fechten. Also ich finde es schon in Ordnung. Andere Alternative ist, man stellt als Turnierbetreiber die Waffen, ist allerdings nur mäßig praktikabel, ne? Denn die Turniere nach DDHF-Standards werden von euch ausgeführt. Ne? Wenn ihr sagt, okay, wir wollen ein Turnier nach DDHF-Standard machen, heißt das ja nicht, dass der DDHF dann für euch die Waffen stellt und im Endeffekt werdet ihr auch nicht für alle Fechter, die Waffen stellen können. Das heißt, es ist nach wie vor bring your own sword und wenn du teilnehmen möchtest, dann sieh zu, dass das Schwert den Anforderungen entspricht. Und so krass sind sie wirklich nicht. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Punkten. Beim Sportfechten ist es auch so. Soweit ich weiß, bringt da jeder seine eigene Waffe mit und die sieht nun mal so aus, wie sie aussehen soll. Dann der Punkt Treffer. Gab es auch ein paar nette Kommentare, werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Ja, die Trefferbeschreibungen. Da haben wir auch intern sehr, sehr viel diskutiert. Bin auch der Meinung, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu krass. Andererseits ist es ein Regelwerk und wenn wir definieren, also wenn wir Regeln machen, müssen wir auch irgendwo definieren, was ein Treffer ist. Für euch als Fechter ist das völlig egal. Ihr fechtet und ihr setzt einen sauberen Treffer und dann kriegt ihr auch einen Punkt. Punkt. Das ist nur für die Kampfrichter relevant und ja, wie sollen die das erkennen? Die werden geschult. Das heißt, im Idealfall haben wir irgendwann den Zustand, dass es eben einen großen Pool an vom DDHF geschulten Kampfrichtern gibt. Die erste Ausbildung startet jetzt im März 2018 und da werden eben
genau diese Sachen geschult, was ist ein Treffer, was ist kein Treffer. Und mit der Zeit wird sich das so, wie soll ich sagen, ich bitte um Verzeihung für dieses technische Problem. Ich war bei Inselproblemen, das heißt, man hat einen Fechter, der nur zum Beispiel innerhalb Deutschlands sehr gut ist und da alle besiegt und aufgrund dessen in diesem Ranking steigt. Das sagt aber natürlich noch nichts aus, wie er wirklich im Vergleich zu internationalen Fechtern dasteht. Das sind eben so ein paar Nachteile. Vorteil ist es, also auf der Webseite der Algorithmus ist dargelegt und ich finde es auch ein gutes statistisches Mittel. Es funktioniert aber, also Statistik funktioniert einfach nur gut, wenn man wirklich das selber fälscht oder wirklich eine große Menge an Daten hat, die man sozusagen zur Verfügung, die man nimmt und damit die Auswertung macht. Das heißt, es wird umso besser, je länger es das gibt und je mehr teilnehmen. Das heißt, es wird auch umso besser, je mehr deutsche Turniere ihre Ergebnisse einschieben. Wie sieht es bei euch aus dazu? Die Webseite hemaratings.com ist mir bekannt. Der Großteil sagt ja, zwei Drittel ungefähr. Ein Drittel kennt sie nicht. Und es sind allerdings nur 20% circa zurzeit gelistet. Dann, was uns natürlich interessiert, habt ihr da die Zustimmung gegeben? Und da unter denen, die gelistet sind, hat der Großteil gesagt, nee, ich habe meine Zustimmung nicht gegeben. Manche wissen es nicht mehr genau, ob das nicht vielleicht wahrscheinlich irgendwie versteckt in den Teilnahmebedingungen des Turniers stand. Und genauso viele ungefähr, die es nicht wussten, haben gesagt, ja, ich habe ausdrücklich meine Zustimmung gegeben. Das ist natürlich schon, das ist eigentlich krass, ne? Der Großteil hat nicht die ausdrückliche Zustimmung gegeben dafür, dass Daten, persönliche Daten, Name, Vereinszugehörigkeit, wo man herkommt de facto, das lässt sich aus dem Verein ganz gut ableiten, und an welchen Turnieren man teilgenommen hat und so weiter und so fort, dass die ohne ausdrückliche Zustimmung da hochgeladen werden. Das ist, kriegt der deutsche Datenschützer schon so ein bisschen Bauchkrummel, glaube ich. Ich halte HEMA-Ratings für eine objektive und nachvollziehbare Rangliste. Da haben wir den Großteil, der sagt, naja, geht so, weiß nicht, mich vielleicht nicht genau damit beschäftigt. Gibt allerdings auch die 15%, die sagen, ja, finde ich absolut nachvollziehbar, und die 20%, die sagen, nee, das ist der letzte Dreck, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist auch, also ich würde mich auch so in die Mitte einordnen, das ist so, ja, wie die das machen, ist absolut nachvollziehbar. Also der Algorithmus ist bekannt und was sie tun, ist, das kann man nachlesen. Das steht auf der Webseite und das kann man auch verstehen. Was man natürlich nicht weiß, ist, wie sehen die Turniere aus, die da hochgeladen wurden? Haben die überhaupt stattgefunden? Und so weiter und so fort. Also es ist eventuell auch ein Stück manipulierbar. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, dass meine Turnierergebnisse auf HEMA-Ratings veröffentlicht werden. Das hat mich überrascht. Also 55% haben gesagt, ja, grundsätzlich habe ich da nichts dagegen. Und nur 15% sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Und so um die 30% sagen, mir egal. Ja, ist halt veröffentlicht. Aber das fand ich sehr interessant, dass im Endeffekt der Großteil hier sagt, ja,
das ist okay. Habe ich mir. Da hätte ich mehr German Angst erwartet. Turnierveranstalter sollen die Ergebnisse ihres Turniers auf HEMA Ratings veröffentlichen. Auch hier 40% ungefähr, die sagen ja. Bitte, auf jeden Fall. Wenn ihr ein Turnier macht, dann ladet die Ergebnisse hoch. Und 50%, die sagen, ist mir egal, ob ihr das macht oder nie. Und nur 10% knapp, die sagen, nee, das sollt ihr nicht machen. Also wir wollen das auf keinen Fall. Korrespondiert natürlich mit der Frage vorher. Passt ganz gut zusammen. Also, es kommt schon so raus, dass ihr das wollt. Dass es nicht unbedingt total verteufelt ist. Die Veröffentlichung von Turnierergebnissen auf HEMA Ratings darf auch ohne meine ausdrückliche Zustimmung geschehen. Da sieht die Sache dann schon etwas anders aus. Hier ist es dann, der Großteil sagt, nein, das wollen wir nicht. Und das werden wir auch auf jeden Fall für DDHF Turniere bzw. Turniere nach DDHF Standard so berücksichtigen, alleine weil es der deutsche Datenschutz so gebiert, dass wir da entsprechende Abfragen machen, ob da, beziehungsweise das mit reinschreiben, dass es eben hochgeladen wird und ihr dann vorher die Möglichkeit habt zu sagen, nee, möchte ich nicht, nehme ich nicht teil zum Beispiel. Aber immerhin knapp 30% sagen auch, ja, geht los, hochladen. 25% ist auch das egal. An einem Turnier, das die Veröffentlichung der Ergebnisse auf HEMA Ratings als Bedingung hat, würde ich teilnehmen. Und das bestärkt mich in der Aussage von gerade eben. Ne? 57% sagen ja, würde ich teilnehmen. Und oder würde ich auf jeden Fall sozusagen teilnehmen. Ein bisschen mehr als 25% sagen. Egal, lass mich mit HEMA-Ratings in Ruhe, ich will einfach fechten. Und 15%, das sind immer diese 15%, die sagen, nee, da nehme ich dann nicht teil. Wenn wir uns hier eben uns dann der Mehrheit unterordnen, dann ist natürlich eine praktikable Lösung, die auch dann der Mehrheit der Fechter und Turnierfechter entgegenkommt, dass man sagt, hier, wir haben ein Turnier, die Ergebnisse werden hochgeladen, du kannst teilnehmen oder auch nicht. Es gibt die Möglichkeit, die Ergebnisse auch als hidden, also verdeckt hochzuladen. Das heißt, dass sie zwar in der Datenbank sind von HEMA Ratings, aber nirgendwo im Internet öffentlich zu finden. Das heißt, es sind dann zwei Personen, die quasi HEMA Ratings so mehr oder minder betreiben, die Zugriff auf diese Informationen haben, aber wo explizit gesagt ist, dass sie nicht verwendet werden dürfen und dass die auch auf keinen Fall, wie soll ich sagen, einsehbar sind von außen. Warum, werdet ihr jetzt fragen, muss man die dann überhaupt hochladen? Das hängt mit deren Algorithmus zusammen, wie ihr das Rating berechnet. Also ihr werdet dann dazu benutzt, oder auch diese Hidden-Einträge werden dazu benutzt, das Rating zu erstellen. Aber die Hidden-Fencer werden einfach nicht mit gelistet. Okay, das waren die Sachen zur Umfrage, beziehungsweise die Ergebnisse. Ich habe davon mitgenommen, wir haben ein sehr, sehr heterogenes Spektrum in Deutschland an historischen Fechtern, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Also sowohl die, die sich nur irgendwie
irgendwie auf Bücher konzentrieren, als auch die, die sagen, bring mir was bei, ich will auf ein Turnier gehen und alles dazwischen. Und ich würde sagen, mehr oder minder gleich verteilt. Das finde ich sehr schön, denn das macht den Reiz des historischen Fechtens aus, dass es eben nicht nur krasser Leistungssport ist und dass es aber auch nicht nur irgendwie eine akademische Geschichte ist, sondern so beides. Und der Reiz ist gleichzeitig natürlich eine Herausforderung, das beides unter einen Hut zu bekommen. Denn es ist nicht nur so, dass erstmal diese Grundeinstellung da entsprechend ist, sondern da kommen natürlich auch dann noch Menschen dazu, die unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die unterschiedliche emotionale, wie soll ich sagen, die unterschiedlich agieren und reagieren und es dann auch mal zu recht hitzigen Diskussionen kommt. Und das ist durchaus eine Herausforderung auch für den DDHF, dann das alles irgendwie so zusammenzukriegen oder an bestimmten Stellen zu sagen, wir teilen jetzt hier einfach mal strikt das und das, ist auch natürlich eine Option. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss ein bisschen auf einige Kommentare, also auf alle Kommentare kann ich nicht eingehen. Ihr habt mir wirklich, das fand ich sehr, sehr schön, dass ihr diese Möglichkeit genutzt habt, sowohl zu der Frage, was soll der DDHF verbessern, als auch zu der Frage, wie hat euch die Umfrage gefallen oder was sind eure Kommentare zur Umfrage, dass ihr das genutzt habt. Und egal, ob jetzt ein positiver Kommentar oder irgendwie ein negativer Kommentar, ich finde das richtig gut. Vielen Dank dafür. Auf ein paar möchte ich eingehen. Ganz viele Kommentare haben sich auf die Regeln bezogen. Also einheitliches Regelwerk für Deutschland schaffen, Adaption etablierter Regelwerke statt krampfhaftes Rad neu erfinden, einheitliche Turnierregeln, einheitliches Regelwerk, einheitliche, sinnvolle Regeln werden super. Ja, was sind denn sinnvolle Regeln, ne? Und sagen, eine sinnvolle Regel ist, für einen Treffer gibt es einen Punkt. Und wenn der andere auch trifft, gibt er auch einen Punkt. Jetzt kann man sagen, okay, nee, das ist ja nicht sinnvoll. Ja, was ist dann sinnvoll? Aber auch das könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr willst. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, also klar, das ist dann nichts wie ran, an den Rechner, E-Mail-Programm öffnen, aktiv DDHF als Empfänger eingeben und dann mir einfach schreiben, was ist zum Beispiel was sind sinnvolle Regeln. Und noch besser, auf die DDHF-Webseite gehen zum Thema Turnierwesen und ein eigenes Regelwerk verfassen, wo ihr sagt, das ist sinnvoll. Das könnt ihr dann an die AG Turnierwesen schicken und da wird es geprüft, ob das den formalen Kriterien entspricht. Und wenn es das tut, dann schafft es das auch in den Regelkatalog des DDHF. Vorhin hatte ich schon gesagt, ne, hier Rahmenregelwerk aktualisieren. Haben wir jetzt auch gemacht. Es gibt jetzt Version 2 und demnächst wahrscheinlich auch Version 2.1. Man muss dazu sagen, die Turnier-AG ist ganz doll besetzt mit zwei Leuten. Einer davon ist Thomas Böckel von den Freifechter Augustin und der andere bin ich. Wir sind zurzeit die AG Turnierwesen. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, mitzumachen, der DDHF ist keine elitäre Schickimicki-Veranstaltung. Das sind alles Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Das macht keiner von uns hauptberuflich, die dafür kein Geld kriegen, denen das einfach Spaß macht, also die einen Sinn darin sehen und die auch nicht besser sind als ihr oder ich. Das heißt, da kann jeder mitmachen. Aber man muss einfach dann sagen, ich möchte mitmachen. Genauso mit der AG Bildung zum Beispiel.
vielleicht zum Abschluss noch was sagen dazu. Es kann wirklich prinzipiell jeder mitmachen und wir wären auch sehr dankbar, wenn wir etwas mehr Manpower hätten. Mehr historischer Bezug bei Turnieren. Was ist ein historischer Bezug? Heißt das historische Turnierregeln, wie zu Fechtschulen, die es auch schon irgendwie im 15. Jahrhundert gab? Im 14. glaube ich auch schon. Vielleicht korrigiert mich. Oder heißt das im Sinne von, es wurde wirklich mit einem scharfen Schwert bloß gefochten? Ist das der historische Bezug? Keine Doubles? Historischer Bezug? Keine Doubles. Historischer Bezug zu keine Doubles, also keine Doppeltreffer. Gab es früher keine Doppeltreffer? Ja, natürlich, gab es schon, waren halt beide tot. Aber auch hier, wie gesagt, schreibt ein Regelwerk, was genau das zum Ausdruck bringt. Und reicht es beim DDHF rein. Und dann, Turnierfechterei sollte vor allem auch für Anfänger zugänglich sein und keine elitären Veranstaltungen darstellen. Sind DDHF-Turniere elitäre Veranstaltungen? Also habt ihr das Gefühl, dass DDHF-Turniere oder Turniere nach DDHF-Standards oder von mir aus generell Turniere, die in Deutschland ausgerichtet werden, elitäre Veranstaltungen sind? Schreibt mir das mal. Also, das würde mich wirklich interessieren. Natürlich ist es so, dass Leute, die zu einem Turnier fahren, vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Vielleicht ist damit gemeint, dass man auch spezielle, ich nenne es mal jetzt Anfängerturniere, dass man sagt, du darfst eben noch nicht so und so lange gefochten haben und vorher noch an keinem Turnier teilgenommen haben und so weiter und so fort. Wie es zum Beispiel in Uppsala in Schweden das Wasserslaget ist. Meint ihr das damit? Würde mich interessieren. Besseres, intensiveres Bewerben, Marketing der Veranstaltungen. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Schreibt es mir. Sollen wir es auf der Webseite posten, dass ein Turnier stattfindet? Sollen wir Leute hinschicken? Was meint ihr damit? Man sieht dem DDHF-Regelwerk stark an, dass es aus Deutschland kommt. Es hat etwas von deutscher Bürokratie. Die Federn, die verwendet werden dürfen, unterliegen lächerlichen Regeln. Die meisten geläufigen Federn werden verboten. Man muss entweder Federn als Veranstalter stellen, was schwierig ist aufgrund der geringen Größe der Turniere, habe ich auch vorhin schon angesprochen, oder die Regeln abschaffen. Weitere Details wie beim Hau muss der Ort mindestens, also die Definition der Treffer, erscheinen mir als überzogen. Insgesamt würde ich das Regelwerk schlanker gestalten, eine englische Version erstellen und es an die internationalen Regelwerke anpassen. Welche internationalen Regelwerke? Also an welchen Richtlinien sind alle anderen internationalen Regelwerke einheitlich? An welches passen wir uns dann an? Man sieht dem Regelwerk an, dass es aus Deutschland kommt. Es basiert auf dem des österreichischen Dachverbandes. Also es kommt nicht aus Deutschland, es kommt aus Österreich. Ja, anscheinend noch schlimmer. Auch hier, es steht frei, einfach mitzumachen bei der AG Turnierwesen und sich genau um die angesprochenen Dinge zu kümmern. Zu gucken, wie sehen internationale Regelwerke aus, was haben sie alle gemein, wo sind sie verschieden, was können wir reinnehmen, was können wir nicht reinnehmen. Momentan ist es aber ein Regelwerk für deutsche Turniere. Es ist kein internationales Regelwerk, deshalb gibt es es auch nur auf Deutsch, weil es sich an deutsche Fechter für Turniere innerhalb Deutschlands richtet. Und es ist, hat keine internationalen Ansprüche. Ich
ich halte das Turnierwesen für zweitrangig im historischen Fechten. Okay? Andere Themen sollten verbessert werden. Welche? Wenn ihr mir Kommentare schreibt oder irgendwie was auch immer, zum Beispiel per E-Mail, dann ist es zwar natürlich interessant zu wissen, dass ihr der Meinung seid, dass es zweitrangig ist und andere Themen verbessert werden sollen. Wenn ihr mir dann allerdings noch schreibt, was verbessert werden soll, dann können wir das auch umsetzen. Hier ist es halt so... Ich nehme nicht an, dass ihr das Catering bei der Jahreshauptversammlung meint. Ja, zwei. Zwei sehr schöne Kommentare, die heterogene Ausrichtung zeigen. Der erste: Ich finde HEMA-Ratings absolut sinnlos und manipulierbar. Solange die gelisteten Turniere kein einheitliches Regelwerk oder zumindest einheitliche Bedingungen haben, um aufgenommen zu werden, sind Statistiken dort sinnlos. Eine Listung dort ist mir egal. Wenn diese jedoch als Bedingung wie beim Swordfish ist, halte ich das für falsch. Okay. Das ist die Meinung mehr so, ne? Der nicht so HEMA-Ratings, also das hat ja nichts mit Turnierwesen oder Interesse für Turnierwesen zu tun, aber sozusagen HEMA-Ratings etwas abgeneigtere Variante. Der andere Kommentar sagt, HEMA-Ratings ist schon von der internationalen Turniermarktkammer-Eigenschaft anerkannt. Events wie Swordfish, DLC, etc. richten danach ihre Pools aus und fassen die Bestplatzierten und lassen die Bestplatzierten früher anmelden. Ich denke, wir sollten das mit unterstützen. Wird die deutsche Turnierszene richtig uninteressant für den Rest der Welt. Was nicht tun. Ja, und was machen wir jetzt? Auch sehr schön fand ich den Kommentar, ist Thema ein Sport oder eine Kampfkunst? Meine Eingangsfrage. Als Sport besteht da vielleicht ein Grund für Ratings, als Kampfkunst sollte vielleicht Können nicht nur über Turniererfolg definiert werden und damit sind Ratings ziemlich egal. Ist eine absolut legitime Meinung. Was mich natürlich interessiert, worüber sollte Können dann noch definiert werden? Zu dem Thema auch, es ist immer schön zu wissen, was sollen wir wirklich anders machen oder was stört euch genau, wie ist es besser? Hier ein Kommentar, hätte mit anderen Fragen gerechnet. Ja. Entschuldigung. Ich finde es klasse, dass auf diesem Weg Meinungen eingeholt werden. Es sollte jedoch nicht die einzige Grundlage für Entscheidungen sein. Auch hier wieder. Was sollte noch Grundlage für eine Entscheidung sein? Also... Ja. So eine Umfrage ist natürlich für uns immer eine gute Variante, möglichst viele Leute ins Boot zu holen und eine sehr breite Meinung abzufragen. Ne? Wenn wir sagen, schickt uns alle eine E-Mail, dann ist man damit ganz schön beschäftigt. Aber ihr könnt uns natürlich eine E-Mail schicken mit, mich interessiert das und das Thema, das und das sollte mal abgefragt werden zum Beispiel. Aber auch hier wieder die Frage, ne, was sollte Grundlage dann eben für Entscheidungen noch mit sein? Ja. Hier haben wir noch ein paar Punkte, die recht wichtig sind. Ich hatte in der Umfrage einen Eingangs geschrieben, dass es Kontroversen gibt, auf die bin ich dann allerdings nicht sonderlich eingegangen. Habe ich jetzt versucht, nochmal zu erklären. Hätte ich das in diesem Intro-Text gemacht, das wäre einfach viel zu viel gewesen. Hätte, glaube ich, auch für die Umfrage nicht unbedingt sonderlich viel gebracht.
meiner Meinung nach. Habe bereits an einem Turnier teilgenommen, da sagt ja wenig aus für eine Bandbreite der Turniere. Vom Adventsfechten der Historienfechterabteilung des SV Hintertupting bis Swordfish betrachtet. Differenzierung wäre nötig. Das ist absolut ein absolut berechtigter Kritikpunkt. Ich habe in der Umfrage nicht genau definiert, was ein Turnier ist, was ich mir darunter vorstelle. In der Auswertung, hier bin ich dann nochmal ein bisschen mehr drauf eingegangen, war allerdings auch der einzige Kommentar, den ich diesbezüglich bekommen habe. Das heißt, man hat dann wahrscheinlich irgendwie so ein Grundverständnis, okay, was ist damit gemeint, aber es stimmt natürlich, es war nicht genau definiert. Und der letzte Kommentar, da geht es um Turniere, Nicht-Turniere. Ganz überspitzt gesagt, wir haben als historische Fechter eine AG-Turnierförderung, aber keine AG-Traditionserhalt. Das, finde ich, ist ein bisschen... Ja, ist richtig, wir haben keine AG-Traditionserhalt, wir haben auch keine AG-Turnierförderung, AG-Turnierwesen. Und vor allem haben wir eine AG-Bildung, die sich mit allem, was dazugehört, sozusagen von Quelle bis Training gestalten, Trainingspläne machen und so weiter und so fort, beschäftigt. Das heißt, ich finde, der Kommentar wird dann dem nicht ganz gerecht, was es hier im DDHF gibt, beziehungsweise was von der AG-Bildung geleistet wird. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt zum Abschluss. Ich habe einen Vorschlag bekommen, und zwar, wie könnte man auch die sich mit Quellen beschäftigen, wie könnte man das wertschätzen? Und da wurde der Vorschlag gemacht, einen Preis zu verleihen für deutsche historische Fechter, die sich eben mit Quellenkunde, sage ich jetzt mal allgemein, beschäftigen. Wurde der Vorschlag gemacht, das Karl-Wassmannsdorf-Preis zu nennen. Ich habe das auch direkt weitergetragen an die AG Bildung. Und Paul Becker, der Vizepräsident Bildung, der die AG leitet, fand das auch eine super Idee, aber hat natürlich gesagt, ich habe keine Leute dafür. Es müssen ja Kriterien gestellt werden, erstmal ein Kriterienkatalog, was muss erfüllt werden, um für den Preis nominiert zu werden. Dann muss man das ausschreiben, Leute nominieren, dann muss es eine Jury geben, die Jury muss irgendwie zusammengesetzt werden oder alternativ soll abgestimmt werden, je nachdem, da muss sich aber auch jemand drum kümmern, macht man jetzt eine Jury, macht man eine Abstimmung, macht man dann muss der Preis irgendwie verliehen werden, das sollte vielleicht auch ein bisschen eine hübsche Zeremonie sein und so weiter und so fort. Und Paul hat über den Daumen gepeilt, dazu braucht er 4 zusätzliche Leute in der AG Bildung. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, dass Tradition, Quellenkunde und so weiter unterrepräsentiert ist im DDHF, meldet euch bei mir oder direkt bei der AG Bildung und sagt hier, möchte gerne mich dabei dran beteiligen, zum Beispiel, wenn wir es so nennen, Karl-Wassmannsdorf-Preis, diesen Preis ins Leben zu rufen und mich darum zu kümmern, dass auch die nicht wirklich mit dem Schwert in der Hand fechten, sondern quasi mit dem Stift, dass die geehrt werden und dass deren Leistung auch innerhalb Deutschlands ein bisschen zur Geltung gebracht wird. Das war, glaube ich, ziemlich lange erste Episode. Gab auch ziemlich viel, was ich jetzt da reinpacken wollte. Ich hoffe, ihr seid nicht abgestorben und können wir gerne auch dazu eure positive und negative Kritik schreiben. Findet ihr das gut? Findet ihr das total scheiße, diese Plattform hier? Schreibt mir. aktiv@ddhf. Und wenn ich das Gefühl habe, es gefällt euch, dann wird es eine nächste Episode geben. Bis dann.